Ja, nicht nur am Eis geben die Linzer Black Wings Vollgas. Beim Kartrennen im Ruhrtagsmaxdom Linz zählt heute jede Sekunde. Das heißt, Spieler mit Fans von den Fanclubs und auch Fans vom Ruhrtagsmaxdom, die fahren dann zu 10 gegenseitig miteinander ein Rennen. Ja. Doch Kartfahren ist nicht gleich Autofahren. Enge Kurven und ein Tunnel mit virtueller Welt. Das fordert sogar Profis. Die Vorbereitung der Fans. Wie alle wahrscheinlich gar nicht. Nein, es hat sicher einige Streber gegeben, die vorher ein paar Runden gedreht haben. Ja, ich glaube, wir waren alle ein, zwei Mal da vorher, haben sich die Strecken einmal angeschaut, geschaut, wie die Karts gingen. Ja, wir haben circa eine halbe Stunde bevor die Veranstaltung angefangen, einmal trainiert. Das muss reichen. Etwas Training hätte wohl auch den Cracks nicht geschadet. Ihre Fahrkünste anfangs noch etwas bescheiden. Ja, bei manchen eher ausbaufähig, aber ich glaube, es hat ihnen Spaß gemacht und sie haben gesagt, sie werden sicher wieder mal kommen und dann werden sicher bessere Zeiten zusammenbringen. Es ist härter, als es aussieht. Wenn du von drinnen zuschaust, denkst du, es ist leicht, aber die Karts werden wirklich schnell und das Lenken geht richtig in die Arme. It was fun. Meine Zeit war nicht die beste. Es ist echt hart, aber es macht auch extrem Spaß. Ich habe das davor noch nie ausprobiert. Das ist wirklich cool. The car got going pretty quickly, so it's pretty cool. Gefahren wird heute übrigens nicht mit Benzin, sondern ganz elektronisch. Höchstgeschwindigkeit mehr als 50 km/h. Gefährlich wird es dann, wenn man zur Kurve fährt mit voller Geschwindigkeit und nicht bremst. Die Schwierigkeiten waren, dass man leicht Draht hat. Ja. Man glaubt es nicht, aber ich schätze, die Reifen haben was gehabt. Das kann eventuell vielleicht die Reifen. Ja. Ob es die Reifen waren, sei mal dahingestellt. Den Sieg holen sie sich aber trotzdem. Mädel war dabei, die war brutal schnell mit Abstand und die ist da vorbeigeflogen. Ich glaube, ich habe es 5-mal vorbeilassen müssen. Und ja, die war super. Ja. Somit feiert der Fanclub Bulli absolut nicht nur 20-jähriges Jubiläum, sondern auch den Tagessieg im Ruhrtags Maxdom Linz.